Du hast längere Ausfahrten auf dem Rennrad geplant, aber nach einigen Stunden hast du schon Schmerzen und wirst geplagt von Taubheitsgefühlen und sonstigen Problemen. Keine Sorgen, denn ich habe in diesem Video ein paar schnelle und einfache Tipps mitgebracht, wie du auf Anhieb die perfekte Position auf deinem Rennrad findest. Und ich verspreche dir, danach tun nur noch die Beine im Anstieg weh. Das brandneue Fahrrad oder ein Leihrad, wie auf einer Urlaubsinsel hier auf Mallorca, kann direkt passen, muss aber auch nicht. Denn man möchte ja mehrere Stunden im Sattel sitzen und dazu muss man ab und zu mal ein paar Veränderungen an seinem Fahrrad vornehmen, damit es komfortabel und angenehm für einen ist. Damit die Eingewöhnungszeit so schnell wie möglich vonstatten geht, habe ich ein paar Tipps mitgebracht. 7 an der Zahl, damit du direkt loslegen kannst und Kilometer schrubben. Für die perfekte Position auf dem Fahrrad muss natürlich zuallererst die Sitzposition stimmen. Und da machen viele schon einen Fehler und sitzen zu hoch oder zu niedrig auf dem Fahrrad. Im eingeklickten Zustand sollte das Bein auf der 6-Uhr-Stellung nicht komplett durchgestreckt sein, sondern leicht angebeugt. Das Ganze kann man überprüfen, indem man einfach das Pedal auf die 6-Uhr-Stellung bringt, aber einen ausgeklickten Schuh hat. Und dann versucht man, die Ferse aus Pedal im durchgestreckten Zustand zu erreichen. Und genau dann hat man schon eine gute Orientierung, dass der Sattel ordentlich eingestellt ist. Man kann natürlich im Vorfeld von seinem alten Fahrrad schon mal die Sattelhöhe einstellen. Und dann misst man das Ganze von Satteloberkante bis zum Tretlager Mitte. Das kann man dann übertragen bzw. muss schauen, ob man auch die gleiche Kurbellänge an dem neuen bzw. an dem Leihrad hat. Neben der Sattelhöhe ist natürlich auch noch die Position vom Sattel über dem Tretlager entscheidend. Es soll zuallererst gesagt sein, dass die Sättel eigentlich alle so konzipiert sind, dass sie eine gewisse Breite haben und je nachdem, welche Beckenanforderungen man hat, auch einen Sattel wählen sollte, der die Becken oder die Sitzknochen da unterstützt, wo sie gebraucht werden, damit man mehrere Stunden angenehm im Sattel sitzen kann. Was man dann häufig sieht, dass die Position vom Sattel falsch gewählt ist und man nur wirklich vorne auf der Spitze sitzt und das ist über mehrere Stunden nicht wirklich angenehm. Deswegen sollte man bei der Radposition vielleicht mal überlegen, den Sattel etwas weiter nach vorne zu schieben bzw. nach hinten, damit man wirklich auf dem Sattel dort sitzt, wo der Sattel auch am meisten Unterstützung bietet. Falls das immer noch nicht hilft, kann man natürlich noch überlegen, die Vorbohrlänge zu wechseln bzw. auch einen Wechsel der Kurbellänge könnte in Betracht gezogen werden, um die optimale Position zu finden. Wenn man nach 1-2 Stunden Ausfahrt immer Probleme im Nacken- oder Schulterbereich hat, dann liegt es oft daran, dass die Arme bzw. die Sitzposition zu gestreckt ist. Mit gestreckten Armen verursacht man nämlich, dass die Schläge bzw. der raue Untergrund vom Lenker in die Arme in eure Schulter- und Nackenpartie übergeht. Das Ganze kann man einfach lösen, indem man häufig einfach die Vorbaulänge ein bisschen reduziert und die Arme angewinkelt hat. Dadurch werden Erschütterungen besser abgefedert und man kann länger und komfortabler auf seinem Fahrrad sitzen. Falls ihr jetzt immer noch Probleme mit dem Sattel habt, dann überprüft doch mal die Sattelneigung. Ein Sattel, der zu weit nach unten gestellt ist mit der Nase, sorgt dafür, dass ihr immer nach unten rutscht und wieder lästig nach hinten rutschen müsst. Ist der Sattel mit der Spitze nach oben gestellt, dann hat man oft eine Druckstelle im Genitalbereich und das kann auch ziemlich unangenehm werden auf Dauer. Als generelle Richtung würde ich sagen, den Sattel einfach waagerecht stellen. Dann hat man die wenigsten Probleme, denn der Druck wird gleichmäßig verteilt. Wenn man eine aggressive Position auf dem Rennrad hat, dann vielleicht Mühe nach unten stellen. Dann fällt es einfach leichter, diese aerodynamische Position einzuhalten. Für einen größeren Wohlfühlfaktor könnte man sich noch überlegen, die Lenkerhöhe anzupassen. Die Profis machen es meist falsch vor, denn sie sitzen extrem niedrig vorne auf ihrem Fahrrad, um eine aerodynamische Position einzuhalten. Aber mit ein paar Spacer, meistens hier unter dem Vorbau, kann man die Position vom Lenker etwas erhöhen und erreicht somit mehr Komfort auf seinem Fahrrad. Taube Hände bzw. Schmerzen in den Fingerspitzen gehören auch zu den Dingen, die schnell lästig werden können. Und die meiste Zeit verbringt man ja mit seinen Händen im Schalthebel. Deswegen ist die Position auch essentiell, um ordentlich komfortabel auf dem Rad zu sitzen. Remco Evenepoel sollte man sich vielleicht nicht als Vorbild nehmen, denn der stellt die extrem nach innen, um aerodynamische Vorteile zu haben. Der junge Mann trainiert das schon seit Jahren lang und bei ihm scheint es zu funktionieren. Aber das ist nicht für jedermann bzw. jeder Frau gemacht. Deswegen sollte man die Bremshebel nicht zu hoch einstellen, sonst hat man zu viel Druck darauf oder auch nicht zu weit nach innen, sonst tut es auch irgendwann in den Händen weh. Deswegen stellt euch die so ein, dass ihr schöne stundenlang bequem darin fahren könnt und immer sicher an die Bremshebel kommt, denn Sicherheit ist am Ende am wichtigsten. Wenn man etwas fortgeschritten unterwegs ist, dann hat man sicherlich beim Rennradfahren schon ein paar Klickpedale sich zugelegt.
Klar, die Vorteile überwiegen ja auch, denn die Kraftübertragung ist spürbar besser. Aber hier lauern auch ein paar Gefahren, denn wenn man die Splits falsch eingestellt hat, dann führt das schnell zu Knieproblemen und man muss wochenlang pausieren. Damit das nicht passiert, sollte man sich vorher schlau machen, wie man die Splits am besten einstellt bzw. was man vermeiden sollte. Was man auch noch in Betracht ziehen kann, ist es einfach, das Split zu wechseln. Denn je nach Hersteller bieten diese unterschiedliche Auslösmomente an bzw. Bewegungsfreiheit. Da kann man dann variieren zwischen ein paar Grad oder bis zu 10 Grad und das entlastet häufig das Knie und ihr könnt entspannt weiterfahren. Die letzte Sache, um wirklich wieder komfortabel auf dem Rad zu sitzen, die man noch machen kann, hat nichts mehr mit dem Fahrrad selbst zu tun, sondern mit dem Sportler selbst. Denn man muss bedenken, wenn man viele Stunden im Sattel sitzt, dann ermüden die Muskeln bzw. die Sehnen und Bänder verkürzen sich. Und deswegen sollte man sich regelmäßig dehnen. Ich bin selber immer ein schlechtes Beispiel gewesen. Und wenn ich mich mal gedehnt habe, dann habe ich mich immer direkt danach wieder viel wohler auf meinem Fahrrad und der geübten oder gewohnten Position gefühlt. Deswegen nehmt euch die Zeit und plant auch genügend Regeneration ein. Das waren jetzt meine einfachen 7 schnellen Tipps zur perfekten Position auf dem Rennrad. Falls euch der ein oder andere Tipp weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr immer noch Probleme habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Beziehungsweise ich würde euch wirklich ans Herz legen, ein professionelles Bikefitting aufzusuchen. Da kann man dann Ursachen erkennen und beheben und ihr sitzt komfortabel auf dem Rad. Für weitere Videos abonniert doch gerne unseren Kanal und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal für eine schmerzfreie Fahrt.